Servus und moin moin, willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Death Door. Und wir befinden uns im Keller der alten verrückten Tante da, die oben in der Villa haust. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier weiterkommen. So. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Warte mal, hier können wir doch auch bestimmt Feuer anmachen. Und drüben auch. Da die Tür auf? Sehr gut. Aber da kann ich jetzt auch noch raus. Also diese Krüge sind nur dafür da, um unsere Fähigkeiten, unser Magie-Level aufzubauen. Die kriegen wir nach jedem Schlag. Wir holen uns das denn jetzt erstmal. Denn Punkte können wir gebrauchen, können wir auf jeden Fall unsere Fähigkeiten verbessern, was wir auch vorhaben. So, wir gehen mal hier rein. Ich versuche ein bisschen an meiner Stimme zu arbeiten, dass ich nicht mehr ganz so schnell rede. Ich hoffe, man merkt es. Ansonsten kommentiert ihr dazu einfach und sagt, Mann, du redest echt scheiße schnell. So, oh, warte mal, kurz hier rüber. Ist hier irgendwas Besonderes? Nee. Gut, dann gehen wir mal hier durch. So wie so eine kleine Fabrik hier unten. Okay, geht's auch weiter? Oh, ich falle hier fast runter. Okay. Hier raus. Das ist schade, ich habe hier keine Art Karte. Man müsste so eine Art Karte haben, damit man jeweils ein bisschen was erkennen kann. Die hat man gar nicht hier. Also so eine Map, die müsste noch kommen. Hoffe ich zumindest, dass sowas noch kommt. Ich kann mir die ja mal kaufen. Ach, da ist die Mutti doch. Ich hab dich gewarnt, Krähe. Aber du lässt dich davon nicht abbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bewundernswert ist oder einfach nur dumm. Nein, es ist zweifellos dumm. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mir mal diesen ungezogenen Bengel hier vorknüpfen. Hoffentlich kann ich ihn zur Vernunft bringen. Oh. Also bitte, hau ab! Ein bisschen fies, denn das ist ja unser Kumpel. Aber hier können wir mal den Ofen anmachen, sehe ich gerade. Boom! So. Alter, was ist das denn hier? So einer. Zack. Ein Riesentresor. Kommt jetzt schon der Endkampf? Nee, noch nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Zentraler Brennofen unter der Villa Keramika. Meinen die, können die runterfallen? Nee. Okay. Ich glaube, die kommen hoch. Die bauen eine Brücke, wie man sieht. Weil ich gerade an denen da. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie hin und irgendwas in Gang setzen. So, wir schauen mal. Da ist ein Ofen. Wir setzen mal in Gang. Ah, guck mal. Achso, warte. Das sind schon viele. Alter, haut auf den Stängel raus. So. Okay. Sind das Papierrollen? Kann ich einsammeln? Nee. Müssen wir da rüber, ne? Sehr gut. Ja, wir sind durch. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Stranger Things. So ein bisschen so. Dieses du. Hier bin ich. So. Affe. Okay, hier müssen wir wieder irgendwas in Gang setzen. Ah, da können wir noch nicht hin. Oh, sehr. Oh, ist ja gemein. Oh, das ist gemein. Was ist das denn? Oh, das Ding aufgemacht hier. Schnell, schnell, schnell. Da muss man schnell sein. Das Ding ist ja echt fies. Okay. Nein! Ach, der hat die auch weggemacht. Das ist so cool. Gemein. Gucken wir mal, falls er nicht trifft. Okay, die Maschine geht.
Wir holen uns mal kurz mal. Ich geh erstmal hoch, mach ihn fertig, bevor wir uns Energie holen. Oh. Okay, wir holen uns mal lieber jetzt Leben. Ja. Ah, okay. Ach, der liegt da auf seiner Waffe. Ich denke, was macht er da? Liegt auf seiner Waffe. Okay. Jetzt können wir hier rüber. Sehr gut. Ah, okay, es geht wieder runter. Nein. Ah, komm schon. Komm weg da. Oh. Nein. Shit. Ein bisschen viel Leben verloren, aber ich habe jetzt auch nichts, wo ich was holen kann. Ich habe hier nicht mal irgendwo eine Urne, wo ich rein kann. Verdammte Axt. Doch, da. Perfekt. Gut, dass wir ein paar eingesammelt haben. Ich darf natürlich jetzt nicht verschleudern nur für so einen Kram, aber was soll ich machen? Okay. Sehr gut, dann müssen wir hier erstmal rein. Wir schicken uns hier runter. Okay, da ist auch ein Gegner da unten, aber was sollen wir da runter? Das ist ein großer Gegner, kann das sein? Und der letzte. So. Geht's immer weiter. Auf hier. Oh nein. Okay, er ist doch runtergegangen. Nein, ich wollte. Nein! Oh, wie dumm war das denn? Okay, damit wir den Ofen anschmeißen. Ich werde töten muss, aber. Machen wir einfach. Oh, Mist. So. Alter Schwede, jetzt haben wir die zweite platt gemacht, aber haben auch sau viel Leben verloren. Nun gut. Nein. Warte. So. Oh. Nein! Oh, das war ja ärgerlich. Halb so wild, halb so wild. Wir kommen weiter. Oh, müssen wir ganz von vorne anfangen. Aber wir haben ein paar Abkürzungen freigeschaltet, glaube ich.
Oh, das ist ja blöd. Wenn man ganz hier hinten wieder anfängt, ist natürlich beschissen. Aber. Hm. Ist da was drin? Wenn man es einmal gefunden hat, dann kriegen wir sie nochmal. Ne? Da oben noch irgendwas? Nee. Was macht er denn da? Das habe ich doch gar nicht gemacht. Das ist doch voller Quatsch. Komm zurück. Das ist so. Das steht doch genau in der Mitte und ich bewege auch gar nicht mein Ding. Aber er rutscht automatisch immer so ein bisschen. Ne? Da muss ich schon aufpassen. So. Okay, so. Ich brauche unbedingt noch eine Abkürzung, dass ich schneller vom Start wieder hinkomme. Das dauert mir echt zu lange hier. So. Hier durch. Okay, wir sind letztes Mal hier längs gegangen. Machen wir es nochmal. Ne, sind wir nicht. Aber das Gute ist ja, kann ich einen blöden Samen auch sammeln, den wir immer wieder gebrauchen können. Das ist blöd. Das ist auch gute Samen. Darf gar nicht sagen, dass es blöd ist. Das ist natürlich nicht so nett. Das ist aber auch ein langer Stück hier, du. Aber guck mal, da gibt es doch irgendwo schon eine Abkürzung, die man da hinkommen kann. Garantiert. Garantiert gibt es die. Na, ich wollte sagen. Hab ich alles schon gemacht. Da noch nicht. Schlüssel haben wir auch noch nicht. Und müssen hier wieder längs. Mist. Sind die alle noch killen? Den müssen wir nicht. Wir haben die ja schon einmal gekillt, den markieren wir nicht einmal. Wir können die natürlich alle killen, wir müssen es aber nicht, ne? Oh nein, hat mich getroffen. Oh nein! Shit! Oh, jetzt explodiert die Flasche noch. Heieiei, aber hier ist noch ein Samen, den nehmen wir mit. Ah, der ärgert mich fast gar kein Leben mehr. Also das ich, da war ich auch, bin zu schnell aufs Ganze gegangen. Hätte man auch anders machen können. Nein. So, gucken wir, vielleicht kriegen wir noch irgendwas hier. Ah, oh, das ist so einer, okay. So. Hoffentlich finden wir noch ein kleines Samenteil hier. So. Bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Guck mal, den werden wir opfern müssen. So. So, können wir so killen. So. Okay. Oh. Na, hier rüber. Und der kleine Mann. Okay. Alle weg. Mehr ist hier auch nicht, ne? Nee. Gut. Geht weiter. Ah, Mist.
echt noch erwischt, der Assi. Hm. Okay. Ah, ich muss ein bisschen passiver spielen, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach zu doll hier. Ah. Gut. Nein! Oh. Verdammte Axt. Ja, blöd. Okay, das Ding läuft und wir ihn dann noch irgendwie killen. Wir haben irgendwie so viel Leben, ne? Das ist ehrlich. Oh. Oh, nee. Das ist ja echt gemein. Alter. Und wir ganz von vorne. Oh, echt. Habe ich irgendeine Abkürzung übersehen? Ja, mal gucken. Das ist ja wirklich. Das ist ja mega weit. Oder? Komm, ist das so, nur so weit vor. Ist doch mega weit. Ich will auch nicht runterspringen irgendwie. Und da irgendwie eine Abkürzung. Wir müssen die Abkürzung erstmal freischalten, man weiß es nicht. So. Okay. So, ich tue inzwischen. Vorsichtiger zu spielen. Alter. Das ist echt ein ganz schön langer Weg. Aber guck mal da, da ist ja so eine, ja hier so ein Drehding, hier so ein Fließband, das schickt uns doch garantiert irgendwo hin. Also direkt hier vom Eingang, deswegen glaube ich, kann man es irgendwo garantiert freischalten. Bringt uns jetzt gar nichts gerade. Ich kill die jetzt nicht alle nochmal, das ist ja völliger Humbug. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir wieder hier bei dem Hiopai. Jetzt müssen wir uns überlegen, was hier. Das kann man nicht kaputt machen, ne? Schade. So, sind wir gut durchgekommen jetzt gerade.
Okay, wir gehen platt machen hier. Ah nein, ah doch. So. Ach. So, mal hin. Nein, da war anscheinend nicht hin. Ich denke, dass das jetzt hier... Habe ich auch irgendwas verpasst? Anscheinend. Ah, guck mal, da geht noch weiter. Okay. So. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, jetzt die Abkürzung da. Okay, perfekt. Gott sei Dank. Das ist das Abkürzungsding. Ah, wir pflanzen noch nicht. Guck mal, irgendwo dichter dran ist. Okay. Hätte man alle killen können, müssen wir, muss man nicht. Kriegen zwar ein Pop. Oh, müssen wir schnell durch, glaube ich. Killed. Rein da. Lecker Sämchen. So. Wir haben ja noch keinen Schlüssel, fällt mir gerade ein. Aber ich kann es einfach so. Ach, kann ich auch so aktivieren. Hätte ich vorher auch schon machen können. Jetzt gehen wir hier nochmal raus. Gucken, wie viele Punkte wir haben. Eventuell können wir uns ja verbessern. Ich weiß es gar nicht. Obwohl, hätte ich auch hier gucken können. 75. Wir können eine Sache können wir verbessern. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Taktisch bauen wir einfach so nach und nach hoch. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht auf irgendwas Rücksicht nehmen. Guck mal, jetzt nehmen wir das letzte hier. Zack. Bei den nächsten, jetzt brauchen wir 600, um zu verbessern. Ja, kriegen wir auch hin. Ich hoffe, das, ne? Ja. Jetzt kommen wir zum Labor zurück. Na, vielleicht treffen wir auch das Hexchen noch da. Okay, oh, das sieht aus wie das Logo von Hogwarts. Du kleines Mistvieh. Krähen tun einfach nie, was man ihnen sagt. Ich versuche, ihr Leben zu retten. Kapierst du das nicht? Der Tod kann niemanden sehen, der seine Lebenskraft mit einer Urne maskiert hat. Ich kann sogar den ursprünglichen Schnitter zum Narren halten. Du und ich, wir haben etwas gemeinsam, kleine Krähe. Denselben Arbeitgeber. Aber er darf nicht einfach herausfinden, was du alles mitbekommen hast. Keine Angst, ich werde eine hübsche Urne für deine Asche aussuchen. Oh. Die Urnenhexe. Oma. Oh. Gemein.
Oh. Ich wollte einen Pool einfach so wegdrehen davon, das klappt aber nicht. Da war die andere Taktik besser gerade eben. Oh, wow. Oma, Oma, hat's in sich. Alle guten Dinge sind zwei. Wir probieren es auch nochmal. Ja, da ist sie. Okay, das kommt schon angehobbelt hier. 3, 4, 5. Nein! Ach Mann, er hat mich getroffen. Okay, sah jetzt schon fast so aus. Okay. Oh mein Gott. Das war auch eine nervige Tat. Okay. Schön, dass sie so weit auseinander gehen. Probier es auch gar nicht. Obwohl, soll ich vielleicht mal probieren, aber naja. Na, ja, Mist, einmal getroffen. Oh, das war's für sie. Tschüss, Mama. Ah, die Riesenseele ist unser. Du wirst noch nicht ewig leben, Mama. Wir haben uns heute hier versammelt, um das Ableben einer Frau zu betrauern, die unter vielen Namen bekannt wird. Die Urnenhexe. Die Ziegelzauberin, die Steingutschrulle, die Keramikkanaille und nicht zuletzt Oma.
getrieben von ihrem Mutterinstinkt und verzehrt von ihren Bemühungen, den Tod ein Schnippchen zu schlagen. Ihr Leben war erfüllt von Leidenschaft für Magie, Wiederbelebung, Zaubertränke und Töpferwaren. Ihre Reise ist nun beendet und sie hat ihren Frieden gefunden. Senkt das Haupt in Gedenken, erweist ihr die letzte Ehre. Ihre Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Tja. Kann ich es wegballern? Schätze, ich werde diesen Topf als Kopf niemals los. Und doch hoffe ich, sie findet Frieden nach dem Tod. Endlich ist sie wieder vereint mit Klopa, Opa. Kleiner Versprecher, hab wohl zu viel an den Pott gedacht. Jetzt aber allen Ernstes, Ruhe in Frieden, Großmama. Sie ist gestorben, wie sie gelebt hat. Mit einem Tiegel auf dem Kopf. Kann ich jetzt nicht machen? Ich komme hier auch nicht weg, ne? Ach doch, da. Ach, da ist die Riesenseele, okay. Die können wir jetzt irgendwo abgeben vielleicht? Mal gucken. Wir gehen mal zurück. Okay, wir kommen woanders raus. Also nicht da, wo wir rauskommen wollten eigentlich. Egal. Dück, 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 dück. Ja, die ist nicht längs. Wer ist er denn? Achso, kann ich nicht mitreden. Hier oben irgendwas? Ah, okay. Ist er der Schlüsselmeister? Der Lord der Türen. World Best Lord. Na sowas? Eine Krähe? Guten Tag. Was hat dich denn hierher verschlagen? Ah, wozu herrsche ich eigentlich über all diese Türen der Welt, wenn meine Diener ständig vergessen, sie abzuschließen? Also warum bist du hier? Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren keiner Krähe mehr begegnet. Ihr habt ja immer noch diese, Schnäbel. Steht dir gut? Ich spüre, dass sich eine riesige Menge Seelenenergie umgibt, kleine Krähe. Wie seltsam, das kommt mir merkwürdig bekannt vor. Ach so, bist du deshalb gekommen? Du möchtest gerne eine Belohnung haben? Okay, jetzt haut er mir wahrscheinlich eine rein. Oh. Das hast du fein gemacht, Küken. Bravo. Jetzt sei ein braves Vögelchen, gib sie in deiner Seelenkammer ab. Du brauchst mir die Seele nicht direkt zu bringen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und tschüss. Okay. Batsch, was machst du denn hier? Hast du dein Auftragsziel schon gefunden? Warte mal, du hast da eine Riesenseele. Aber es ist die falsche. Das kann ich so nicht verbuchen. Wie hast du das denn geschafft? Na egal, geh wieder raus und hol mir die Seele, die du zugewiesen wurde. Ach so, ich muss... Ah, okay. Gut, ich kann ja nichts machen, weil ich muss ja den Typen die erstmal bringen wieder, ne? Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, halt die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.